So, jetzt gehe ich da rein. Der hat keine Chance gegen Pidizel. Und jetzt. Und da kommt der Korbleger. Foul. Nein, ich muss einen Dreier. Einen Freiwurf. Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe doch gar keine Freiwurf-Skills. Moin Leute, am heutigen Tag verwandelt sich Pidizel in einen 2,20 Meter NBA Superstar. Zumindest bin ich auf dem Weg dahin, denn ich habe mir hier meinen eigenen Basketballer erstellt. Den gucken wir uns ganz kurz mal an und es ist ein bisschen was schief gelaufen, das werdet ihr auch gleich sehen. Das ist jetzt der Typ, den ich mir eigentlich erstellt habe. Aber wenn wir jetzt mal hier das Ganze nicht speichern und auf meine Karriere gehen, dann sehen wir gleich, was mit mir passiert ist. Jetzt müsste das gleich angezeigt werden. Ja genau, ich bin 2,21 Meter, ich bin Center, bzw. Rebounder und Postscorer. Und zudem bin ich auch extrem haarlos. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Mann, wieso hat er keine Haare? Ich konnte mir den erstellen, aber irgendwie auf einmal sah ich so aus. Das ist aber nicht so schlimm. So, dieser Karrieremodus, den man hier startet, da ist man auch mit so ganz vielen Leuten in so einer Online-Lobby. Ich habe leider nur insgesamt eine Stärke von 60. Da sind teilweise Leute mit 90. Junge, das ist voll krass. Und das sind auch alles Menschen, die das gerade selber online spielen. Ich könnte jetzt in die Training Facility oder mir neue Schuhe kaufen. Aber wir wollen ja Pidizel in Aktion sehen. Dazu gehe ich mal hier an mein Handy. Genau, und unser Spitzname ist DJ. Und der schreibt einfach, wer ist DJ und warum geben die Bulls ihm einen Vertrag? Ich spiele übrigens für die Chicago Bulls, weil ich die von früher immer noch mega feiere. Ich weiß, sie sind nicht unbedingt mehr die Besten. Ich kenne mich jetzt mit Basketball auch nicht so aus. Da gibt es ja ganz andere mittlerweile. Aber die Zeit von Michael Air Jordan oder auch Scottie Pippen, das war, und Dennis Rodman, das war einfach mega, mega nice. So, jetzt haben wir aber mal genügend gelabert. Ich muss nämlich jetzt mal hier auf den nächsten Spieltag gehen. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ha! Jawohl, NBA 2K TV Pregame Show starten. Ja, ja, das möchte ich gerne hier. Mama, go. It's the 2K Sports Pregame Show. Okay. Alter, Shaquille O'Neal. Kareem Abdul-Jabbar. Ich mach mal hier direkt weiter. Ich möchte ja ein bisschen spielen. Obwohl, ich werde bestimmt. Oh, da bin ich. Mann, wieso habe ich keine Haare? Was? Wieso werde ich denn kaum spielen? Ich bin ein unbekannter Rookie. Du wurdest nicht einmal gedraftet. Genau. Wir werden's hier sowas von beweisen, dass wir ein krasser, haarloser Player sind, der die Körbe versenkt. Ah, jetzt kann ich hier, Kleiderschrank. Nee, ich will direkt zum Court. Zack. Ich muss mich ja fertig machen, Alter. Da geht's los, Chicago Bulls. Rot steht mir gut. Es lenkt von meiner Glatze ab. Und da. Alle wollen Fotos mit Aslak wie diese. Da bin ich. Auf der großen Bühne. 2,21 Meter groß. Ach, den kann ich den jetzt tatsächlich steuern? Und da... Oh! Ey. Okay, Shootaround beenden. Chicago Bulls gegen die Toronto Raptors. Okay. Oh. Ast rein. Ich werde wahrscheinlich keine Sekunde spielen. Ich bin nämlich noch ein absoluter Anfänger. Ich habe richtig schlechte Stats. Hoffentlich kann ich da vorspulen. Ja, guck mal, das bin ich jetzt gerade. Ich gucke mich hier so ein bisschen um. Hier sind die Leute, die mit mir warten. Weiter mit A. Es steht noch 0 zu... Ja, ich wurde eingewechselt. Okay, oben rechts seht ihr jetzt meine Bewertung. Ich habe momentan C. Das sind halt die amerikanischen Schulnoten. C ist eine 3. Und ich muss den einen Dude hier decken. Das ist meine Aufgabe. Fürs Erste, jetzt in der Defense. Darf ihm... Und natürlich muss ich auch gucken, dass ich vielleicht den einen oder anderen Rebound hole. Oh Gott, wir liegen 8 Punkte zurück. Okay, Leute, kein Problem. Meine Aufgabe, ich bin Center. Ich muss da in die Mitte rein und dann schönen Korbleger etc. machen. Hier, ich bin frei. Oh, schöner Pass vom Pidizel. So, komm schon. Oh, ich muss lieber zurückpassen. Batz! Die ersten Punkte! Ass rein! Jetzt muss ich wieder den Typen hier mit dem Afro decken. Der darf keine Punkte machen. Jetzt könnte ich den Rebound holen, aber er hat ihn reingemacht. Scheiße, und sogar ein Dreier. Komm schon, Aslak Pidizel. Ich stehe frei. Aber ich kann keine Dreier werfen. Nein, wieso? Ballverlust. Junge, dann wirf doch den Ball ein bisschen besser. Oh, nein. Turnover. Och, Mann. Also, da kann ja nichts für. Oh, jetzt hat er den verloren. Und, oh Gott, ein Foul. Es ist eine absolute Katastrophe. Wir werden zerstört. Und ich bin noch drin.
Ach, nee, jetzt hier. Es steht 32-44, ist sicher jetzt erst. Spiel ist fast vorbei. Und ich habe nur ein C. Komm, jetzt, Rebound. Und er trifft den. Genau, pass zu P. Dizzle, damit ich schön wieder zurückpassen kann. So, jetzt gehe ich da rein. Der hat keine Chance gegen P. Dizzle. Und jetzt. Und da kommt der Korbleger. Foul! Nein, ich muss einen Dreier. Einen Freiwurf. Ich habe das noch nie gemacht. Ich wurde noch nie gefoult. Ich habe ja noch nie gespielt. Oh, das wird so... Das wird richtig traurig. So, wie geht denn das? Ich habe doch gar keine Freiwurf-Skills. Ja gut, ich habe alles. Ja, alle Freiwürfe verfehlt. Ja, was soll ich denn machen? Jawohl, der Rebound. Und schön. Sauber. Jetzt bin ich wieder bei dem C. Den habe ich. Jawohl, direkt der nächste Rebound. Zack, schöner Pass. Jetzt komm. Den mache ich. Bams! Junge! C plus gegönnt. Perfekt. Wenn ich vielleicht auf ein B minus komme. Aber ich meine, ich spiele echt nicht schlecht. Oh oh, der rennt durch. Oh, und er trifft. Ja, ich kann halt nicht alles regeln. Oh, komm. Nein. Och, Leute, ihr seid echt. Bin ich denn hier der Einzige, der ein bisschen was vernünftig macht? Vielleicht kriege ich noch einen Rebound? Nee. Nee, der zählte nicht mehr. Oh Gott, wir liegen 15 Punkte zurück. Halbzeit. Oh Gott. Oh, ich wurde eingeweckt. Oh, die führen mit 20 Punkten. Mann, können wir nicht nochmal Michael Jordan holen, Scottie Pippen? Hab ich. Direkt schön den Rebound. Schön passen. Oh oh. Komm, den mache ich, Junge! Jawohl! Bam, B minus. Oh, das macht echt Spaß. Jawohl. Die Aufholjagd der Chicago Bulls. Und der macht den nicht rein. Die wollen mich doch verarschen. Wie haben wir denn 64 Punkte gemacht? 45. Junge, was machst du denn da an der Ecke? Junge, du musst jetzt gleich werfen. Oh Gott. Das sind solche Opfer. Komm, meiner. Jawohl. Jawohl, Auszeichnung erhalten. Bats. Junge, ich bin, glaube ich, kurz vor einem A minus. 19 Punkte liegen wir zurück. Komm schon, darf ich nochmal rein, Coach? Komm, jetzt lass mich nochmal rein da. Jawohl, rein als Center. Komm, rein in die Mitte. Und jetzt, komm, Junge! Ha! Nochmal! Was, wieso? Mann, du bist 2,21 Meter groß! Jetzt rein damit. Rein damit, komm, Junge! Oh, das kann doch nicht wahr sein. Oh nein, ist jetzt gleich schon Ende. Aber ich habe ein B, ich habe eine 2. Also, das sollte mir... Komm, super erstes Spiel. 8 Points. Mal gucken, was der Trainer zu mir sagt. Plaketten, starke Abschlüsse. Wunderbar. Rebounds. Jawohl, ich habe ordentlich... Guck mal, ich habe 20.000 Fans. Da ist er, Paluten. Die Bestie. Kommt er da nochmal um die Ecke? Da ist er. Mal gucken, was die Leute jetzt vielleicht... Oh ja, gut gekämpft, Jungs. Danke. Komm schon, Mann. Ist doch nur ein Spiel. Kopf hoch, nächstes Mal gewinnen wir. Naja, aber was sagt er zu mir? Jetzt bin ich dran. Der redet nicht mal mit mir? Wer ist denn das? Mal gucken, wenn ich jetzt an mein Handy gehe. Was sagen denn... Oh, ich habe Nachrichten. Von Brian, mein Manager. Super Neuigkeiten. Ich habe eine Sponsoring-Chance für dich an Land gezogen. Cool, was? Ja, ja, was denn? Komm einfach in mein Büro, dann sage ich es dir. Du weißt noch, wo es ist, oder? Okay, du, ja, ich bin unterwegs. Okay, nice. Social Media... Was ist das denn? Meine Ziele? Hanna vom PR-Team sagt, lass dir in Docs Barbershop die Haare schneiden. Ich hab doch gar keine Haare! Was? Du hast eine Einzelanfrage. Muss ich ein Interview geben? Nice. Junge, ich hab mega gerockt. Willst du mich verarschen? Ich bin zuversichtlich.
We're gonna have to keep an eye on that one. Okay, Leute, wir müssen uns ein bisschen beeilen, denn ich habe noch ungefähr 3% Akku bei meiner Cam. Ich sollte mir die Haare schneiden. Warte, wo muss ich denn hier? Navi. Das Footlocker. Und hier ist auch so ein NBA-Store. Swags, Tattoos. Nur noch 1%. Ja, geil. Das ist der Barbershop. Nun gut, Leute, bevor jetzt gleich schon direkt meine Kamera ausgeht, das Zeichen leuchtet auch schon. Leute, das war eine kleine Runde Just for Fun von NBA. Lasst auf jeden Fall eine kleine Bewertung da und habt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.